Schlusspfiff im Sportpark Nord. Es ist kurz vor sieben, als der Bonner SC ein weiteres Kapitel Vereinsgeschichte schreibt. Die Rheinlöwen bezwingen vor rund 6.600 Zuschauern Fortuna Köln im Finale des Mittelrheinpokals. Damit steht der BSC nach 40 Jahren erstmals wieder in der Hauptrunde des DFB-Pokals. Das ist überwältigend. Man muss es erstmal verarbeiten, was die Jungs jetzt geleistet haben, mit welchem Einsatz sie heute Fußball gespielt hat. Aber das war ein Symbol der ganzen Saison, so wie wir die Saison Fußball gespielt haben. Natürlich heute getragen von dem Publikum, die haben uns also wirklich da permanent unterstützt. Das wollten wir auch, wir wollten den Funken, dass der überspringt. Das tut er von Beginn an. Mit den favorisierten Kölnern lieferte sich der BSC einen packenden Pokalfight. Ein Klassenunterschied nicht zu sehen. Bereits in der ersten Halbzeit hätten Lukas Musculus und Conor Klempicki die Hausherren in Führung bringen können, scheiterten aber an Fortunentorhüter André Poggenborg. Auf der anderen Seite prüften Markus Pazurek und Christopher Theisen das Aluminium. Besser machte es da Dario Schumacher kurz nach dem Wechsel. Das 1:0 der Sportpark Nord B. Ja, ist natürlich ein richtig gutes Gefühl, aber wir als Mannschaft haben es einfach verdient. Und was wir die Saison geleistet haben, was wir geackert haben, und dafür ist es einfach ein überragendes Gefühl. Und auch für die ganze Stadt, für ganz Bonn, ist natürlich stark. Stark auch die Schlussphase. Denn in der erhöhte die Fortuna noch einmal den Druck. Doch sowohl Pazurek als auch Hamdi Damani scheiterten an dem überragenden WSC-Keeper Martin Michel. Und so kannte die Freude nach dem Schlusspfiff keine Grenzen mehr. Nach den Siegen über die Viktoria im Halbfinale und nun der Fortuna im Finale kann der Wunschgegner für die erste Runde im DFB-Pokal doch nur 1. FC Köln heißen. Würde ich unterschreiben. Ist mein Verein, aber ich würde es unterschreiben. Feiern wie die Geißböcke können die Rheinlöwen schon lange.